Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Ist in Diga geschehen und man sieht das vielleicht ein bisschen so. Hier oben jetzt erstmal so gar nichts. Aber hier, hier kann er ja schon sehen. Ich habe hier sehr viel Holz. Und ich habe gedacht, ey, wenn ich schon so viel Holz habe, dann kann ich mir doch da eigentlich Strom draus machen, ne? Also habe ich hier schon mal vorgesorgt und mir ein paar Motoren gebaut. Und baue mir jetzt hier gerade eine stromverlängernde Fläche zu meinem... Seriously? Okay. Zu meinen kleinen Lumpenhirn. So. Und die Fläche werde ich dann nutzen, um hier Strom einzuspeisen. Ich meine, why not? Bietet sich ja an. Einfach mal die Fläche nehmen. Und machen. Ich meine, obwohl der Strom ja herkommt, ist egal. Ich muss ja irgendwie nur Strom verteilen über die ganzen Distrikte. Und das ist schon relativ klug, wenn ich das über... eine komplette Baseballer. So, der hier treibt alles an. Ich bin da jetzt gerade noch ein bisschen mutig. Den will ich noch nicht austauschen, weil hier hinten die Dinger noch nicht verbunden sind. Und, naja. Wie sage ich das jetzt? Ich hier noch Flächen aufbauen muss. Also die sind alle pausiert, weil noch brauche ich es nicht. Aber das ist der Plan. So, was hat sich hier noch getan? Ich habe hier die kleine Fläche genutzt und noch ein paar Häuser hingestellt, weil ich wusste nicht, wohin damit. Denn ich habe hier oben ein Karussell hingeballert. Weil, damit meine Biber einfach mehr Fröhlichkeit haben, es denen glücklicher geht. Ich weiß gar nicht, was der nächste Boost bei 55%. Ne? Schlammbad ist, glaube ich, auch noch so das nächste. Ansonsten, ich will ja auch irgendwie alle Needs erfüllen. Weißt du? Ich sag, sie sollen so alles bekommen. Schlammbad ist das nächste. Könnten wir eigentlich schon mal freischalten. Dann kommen Roboter. Was ist eigentlich Schlammbad? Ist das Wasser? Muss das ins Wasser? Ein mechanisch mit Blasen versetzt. Oh, es frisst Saft. Okay. Ist ja nicht schlimm. Wir haben heute festgestellt, Strom ist not our problem. Wir können nachher... ich könnte hier das komplette Wasser mit Schlammbädern nachher ausfallen. Auch nicht schlecht. Kommt überhaupt einer runter? Also, wie ist der Ausgang? Interessant. I don't know. Muss ich mir mal anschauen. Ja, hier könnte ich übrigens später noch ein Lager einsetzen. Dann würde ich das hier noch ein bisschen weiter nach außen setzen. Aber hey, eins nach anderem. Ich muss mal gerade schauen, wie ich es mit den Schlammbädern mache. Also, wo ich die nachher hinstelle, weil... Da muss Strom dran. So, apropos Strom dran. Hier habe ich auch schon übergebrückt von dieser Stromradproduktion hier rein... Und ihr seht, die habe ich schon mal vorbereitet. Das war ja der Plan, hier das Ganze einzuengen, den Wasserfluss hier zu kontrollieren. Können wir so langsam auch auf 0,5, weil hier sind wir auch drüber. So. Und dann nachher das Wasser hier aufzubauen und dann nachher hier anzustauen und das dann nachher hier langläuft. Das ist der Plan. Und diese Stromproduktion dann damit einzuspeisen. Im Moment sind meine Biber ein wenig beschäftigt, aber... Die kommen schon noch dazu. Jungs, warum baut ihr eigentlich jetzt erst das hier, anstatt hier hinten? I don't get it. Das hier hat doch viel mehr Prio. So wie der hier. Ich meine, dass da jetzt gerade keiner hinkommt, ist mir klar. Darum sollen sie ja... Oh. I see. Ich habe die Leiter nicht priorisiert. So, da sollen sie es hinbauen. Ich denke die ganze Zeit, warum bauen die denn da oben die ganzen Dynamit hin? Auch hier habe ich jetzt die obere Fläche zusammengelegt und habe gesagt, okay, wir werden einfach über zwei Stellen gehen. Denn es ist ganz cool, was ich jetzt gesteuert habe, wenn so, ey, ein großer Baumdistrikt ist, aber der kriegt halt never ever genug reingeliefert. Kriegt er nicht. Also habe ich gesagt, gut, muss jeder Distrikt selber seine Bäume anbauen. Ist ein Biber-Spiel. Sind wir mal ehrlich, was habe ich erwartet? Okay. An die bin ich noch nicht rangekommen, aber... Okay, damit habe ich jetzt weniger gerechnet. Die beiden sollen er noch machen und dann will ich hier den Bereich halt auch noch für mehr Holz anbauen. Also ich habe hier zwei Biber, die dann hier die ganze Zeit Holz fällen. Irgendwo muss das Holz ja herkommen, was ich hier verballern werde. Und ich werde hier noch gut was verballern. Wie man sieht. Aber meine Biber, nun ja.
die müssen erstmal machen. Also hier will ich halt den Strom noch weiter fokussieren, dass meine Batterien die ganze Zeit durchlaufen. Plus, ich habe so viel Holz hier oben. Why the fuck? Dann lass die Jungs doch arbeiten. Also jetzt seriously. Lass die Jungs doch arbeiten. Hier wird jetzt nach und nach gelegt. Überlegen, ob ich nicht einfach noch eine zweite Reihe hinbaue, dass die Biber hier nachher langlaufen können. So, was soll denn Schlimmes passieren? Aktuell ist ja hier die Fläche sowieso frei. You know? Ist ja nicht so, dass hier ein Distriktübergang ist. Dann lass die Biber doch einfach mal bauen. Ist ein Gedankengang. Na, dann gehen die mir nicht mehr auf die Nüsse und ich kann endlich mal meinen Kram erstmal zu Ende bauen. Vielleicht können sie sich auch ein bisschen helfen, weil solange das nämlich nicht miteinander verbunden ist, kommen die ja auch überall dahin. Rein, technisch. You know? Hier, guckt euch das an. Zack! Und schon können sie hier anfangen mitzubauen. Weil dann müssen die Jungs hier nicht immer alles ablegen, obwohl die auch wirklich mehr als genug Holz hätten. Also so ist es nicht, ne? Bretter fehlen denen. Ah, ihr habt kein Sägewerk. I see. Okay, aber nicht schlimm. An Bretter komme ich ran. Ihr seht das hier, meine Biber. Bam! Alles aus dem Lager raus. Bretter, gib ihm. Habe ich ja sowieso, jenseits von Gut und Böse. Holz wird hier nach und nach verarbeitet. Sehr schön, jetzt kann ich hier die Bereiche auch mal sprengen. So, meine lieben Freunde. Hier ist jetzt dabei. Wie sieht's denn hier aus? Ah, es fehlt nur noch ein, zwei Kleinigkeiten. Sehr schön. Nur weil sie nicht hier nirgends vorangekommen sind, habe ich gedacht, ey, das ist doch smarter. Durch die Beaver Boys und Girls von da kommen lassen. So, dann kommen sie jetzt hier oben hin. Und der wird nachher zugemacht. Das ist so, sowieso der Plan, weil noch habe ich ja hier den Weg drin, aber den will ich halt auch irgendwann weghaben. So, genau, wie die Leiter mal so langsam weg kann. Da können sich auch das Rohholz und so weiter schon holen. Weil der hier muss nur noch zugemacht werden. Den ihr da seht. Dort, wo der draufsteht. Aktuell noch kleiner Müßiggang. Auch ganz witzig. Kleiner Müßiggang ist auch gut gemacht. Wie smart bin ich? Warte mal, der ist noch nicht gebaut, ne? Noch ist er nicht gebaut. Mal überlegen, ob es nicht sinnvoller ist. Hier oben drauf einfach gerade die Linie zu bauen, weil im Endeffekt use ich die nicht. Dann kann ich das jetzt aktuell noch benutzen zum Überbrücken und muss nachher nur die Stelle hier dicht machen und dann ist das Thema gut. Dann lasse ich den hier als Vierer offen. Ist ja egal, ob der ein Dreier oder Vierer bestückt. Oh, sehr schön. Dann sprengen wir die Scheiße doch mal hier weg und dann habe ich da meine Ruhe. Also ich bin gerade sehr viel wieder mit Dynamit unterwegs. Ihr kennt es nicht. Die schönen Dinge im Leben, Dynamit und so. Dann kann ich eigentlich das hier alles so belassen. Eigentlich. Mir geht es darum, dass meine Biber hier unten irgendwie notfalls immer noch mal hinkommen, weil wenn ich den Weg freilasse, hier oben, dann ist das nur eine kleine Brücke und dann kann ich hier immer noch die Wege anderweitig bestimmen. Mal schauen. Aber ihr seht, hier kommen meine kleinen Stinkerchen überall lang. Ich glaube, ich könnte ich sogar, wenn ich wollte, hier noch ein bisschen vergrößern. Zwei Bereiche Birke. Ich glaube, da kommt der auf jeden Fall hin. Und mein Holzverlag kommt da auch hin. Nice. So. Was sagen, da dürften sie auch alle hinkommen. Ah, wie wir sehen, da wird Strom eingespeist. Plus, dass ich hier sogar noch eine Fläche habe. Zeit für einen Tempel, oder? Haben wir hier noch einen Tempel? Aber am Ende der Welt kann man ja mal beten. Sind ja auch nur Biber mit Bedürfnissen. So, weil dann wird es nämlich planen, hier die ganzen Stromsachen mit aufzudecken. Hier sieht das gut aus, alles klar.
sprengen wir das auch weg. Denn hier will ich auf jeden Fall sinnvoll einmal meinen Strom, mein Holz erzeugen. Weil ich genau weiß, das wird auf jeden Fall noch genutzt werden. Irgendwas passiert da. Und die Fläche, die ich hier habe, will ich sinnvoll mit Holz eingedeckt haben. Die Fläche hier noch. Da kommt vielleicht noch ein dritter Holzfäller hin. Aber so kann ich zumindest sicher sein, dass ich immer genug Holz hier in dem Bereich habe. Vielleicht sollte ich hier nachher noch Kastanien bauen. Vielleicht gar nicht so bad, wenn ich hier auf Kastanien gehe. Ja, why not? Lass die hier abholzen, dann gibt es hier überall Kastanien. Da habe ich da ein bisschen mehr Varietät drin. Die schnell wachsenden Sachen hier. Und hier kann ich vielleicht nachher sogar noch ein bisschen was abgreifen. Fühle ich ein bisschen. So, meine lieben Biber. Haben wir die Reihe fertig? Fast. Bis auf einer, aber der ist jetzt ja fertig. Zack. Sehr schön. So, guck mal. Hier, da wird schon... Genau, die Dinger sollen gefeilt werden und dann lege ich hier nachher mich gleich neu los. Dann lege ich hier nämlich Kastanienbäume hin. Und die muss er ja sowieso nicht so häufig machen. Kann er die überhaupt, da kommt er gar nicht ran, ne? Ach, guck mal, da kommt er gar nicht ran an die beiden. Er nicht, aber... Er... Funny. Er kommt daran. An die drei Felder kommt er nicht. Ich könnte sogar noch ein bisschen verschieben. Why not? Why not? Warte mal gerade. Ich glaube, ich brauche nur vier. Das wäre ganz cool. Wenn er die mit aufpflanzen würde. Aber dann könnte ich tatsächlich eine komplette Reihe Kastanien hier machen. Das ist nicht viel, aber immerhin etwas. Und ein paar Kastanien sind ja zumindest erstmal auch Lebensmittel. Der schnelle Holz kann der sich hier holen. Das Quick Holz, wenn er das braucht. Das hat er hier. Und da greifen die beiden sogar übereinander. Siehst du das? Da kommen hier die beiden Zonen, arbeiten hier. Untereinander sogar auf. Oh, guck mal, jetzt haben wir hier den Scheiß auch fertig. Nice, I like. So, können sie das gleich machen? Ja, ich würde hier schon gerne austauschen, aber wir wissen alle, dass das nicht hinhauen wird. Aber nur für den Fall, dass ich... Also... da müsste ich hier wieder ein Distrikt hinbauen, ne? Ein Distrikttor, damit meine beiden da langkommen. Wobei ich schon... Fühle ich hier ein Distrikttor? Ich meine... Somehow? Irgendwie? Irgendwie schon, oder? Guck mal, ich könnte hier ohne Probleme... Von hier rüber. Würde ich es doch machen lassen? Man hier oben auch noch einen schönen Weg. Wer weiß, wann ich das hier oben benutze. Why not? Lass die Jungs mal machen. Und solange da nichts miteinander verbunden ist. Und sagen, ich lasse sie erstmal hier die Dinger bauen. Weil Metall holen sie nämlich hiervon. Weißt du? Das können sie dann hier direkt reinballern. Ich muss hier mal nur gleich pausieren, weil sonst werden die direkt bestückt. Aber nachher so ein Riesensatz fühle ich schon ein bisschen. So, hier haben wir die nächste Stelle. Ich sage ja, ich bin ja gerade voll im Expandieren. Aber... Weißt du, der Strom wird jetzt einfach über jeden Distrikt gelegt. So, dass ich...
nicht nur überall gleichzeitig Strom einspeisen. Nein, 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 nein. Liebe Freunde. Willst du mir jetzt sagen, da geht keiner hin, oder was? Ah, guck mal hier. So, und hier kommt nochmal ein kleiner Brückenkopf hin. Und der hat Prio 3. Da kann ich die hier nämlich abreißen. Und wenn ich die abgerissen habe, anstatt dass sie den jetzt erst bauen, ne? Aber dann sind halt alle Distrikte mit Strom und Dings verbunden. Und dann kann ich nachher auch mit den Goliaths arbeiten. Da habe ich sowieso dann richtig Bock drauf. Okay, ich sehe schon, hier will keiner so richtig. Also, fuck it. Runter damit. Ich will jetzt hier die Dinger haben. Die Kastanien-Scheiße. Plus, wenn ich eine Förster gerade umsetze. Genau, so viel Sachen hier. Guck mal, Förster kommt immer noch an die Bären. Check. Plus, dass er hier oben sogar mitmachen kann. Nice, I like. Förster ist hier Prio, das heißt, Arbeitsplatz ist da auch Prio. Heißt, der Förster kann einfach flöten gehen. Dann kann ich hier die Sachen mit aufsammeln. Und dann baue ich mir da einfach noch ein paar Bärchen hin. Weil, why not? Obwohl ich sehr viele Bären habe. Hm, vielleicht lasse ich die Fläche auch erstmal offen. Momentan habe ich nicht so den Need auf die Dinger. Aber das ist nicht so schlimm. So, Kastanienbäume. So, was ist denn ein Sammler von Kastanienbäumen? Wahrscheinlich hier, ne? So. Partyboy, kommst du da hin? Tatsächlich. Und zwar, wenn ich dich so stelle. Könnte noch weiter rechts anbauen, aber ich glaube, ich lasse mir die Option offen. Nur für alle Fälle. Und dann gibt es jetzt hier Kastanienbäume, ja. Genau, und dann müsste ich eigentlich... Ey, die müssten hier so ausgehen. Ich meine, die kommt sowieso nicht an. Das heißt, die sind sowieso immer unberührt. Ich könnte mir ohne Probleme nachher hier oben noch einen kleinen Holzpfeil hinsetzen, wenn ich die meine, aber... Lass die Kastanienbäume doch erstmal wachsen. Die fühle ich schon. So. Here we go! Alles klar. Nein. Ich glaube, wir setzen nochmal ein bisschen Birke hin. Ich habe hier eigentlich auch wirklich sehr viel Holz wieder, ne? Ja, Rohholz läuft hier tatsächlich. Okay. Dann kann ich hier doch noch erst bei Birke bleiben. Was er hier noch pflücken und ernten kann, soll er machen. Was übergreifend funktioniert, why not? Man sieht richtig, wie das Wasser hier langläuft und hier wieder reingeht. Ganz funny, weil es hier irgendwie einen Unterdruck hat. Und so. Und der speist mir gut ein, ne? Meine Batterien sind... Na komm, fuck, hält die alle voll. Okay. Also. Legen wir zu. Hier ist sowieso Feierabend. Das heißt, hier kommt ein Damm. Ne, hier kommt kein Damm. Hier kommt ein einzelner Bodensatz hin. Hier möchte ich den Wasserflow noch haben, da unten drunter. Dass das Wasser hier noch die Möglichkeit hätte, da lang zu bewegen. Aber da oben drauf kommt ein Damm, falls ich den da draufsetzen kann. Kann ich nicht, okay. Scheiße. Heißt also, ich muss doch zwei Deiche da hinsetzen. Aber dann ist das so. So, und hier, zack. Und da kommt keiner mehr ran, weil... Macht wie viel... Okay, also bauen wir doch nochmal kurz eine Leiter, weil ich hasse es, Ressourcen liegen zu lassen und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das sind, ich weiß, es ist nur Kleinscheiß, aber hey, mich kotzt das an, wenn Ressourcen liegen gelassen werden. Also holt die Ressourcen, dann kann ich die Brücke abreißen. Haben sie denn sonst gerade noch was zu tun? Nee, außer Bäume bauen. Das ist gut, weil das bedeutet nämlich, dass ich
ein technisch... Oh, hier war es jetzt nicht so smart, aber hier weitermachen kann mit den großen Zahnrädern. Genau. Guck mal, die Folge ist schon wieder vorbei. Das geht aber auch leider echt immer so schnell. Ihr seht, also ich bin gerade dabei, die Energieproblematik... Nein, ich will nur den Weg. Die Energieproblematik aufzuarbeiten. Und ihr seht, ich fange jetzt an hier nach und nach... Ich muss hier einen Weg haben, um auf die Dinger zu kommen. Die kleineren Probleme des Alltags zu beheben. Aber das sieht ja sehr vielversprechend aus. Ne? Also... Der Shit jetzt wird nach und nach gebaut. Alles zusammengebaut. Schauen wir mal, wie sieht es hier hinten aus. Ja, genauso wie ich schon vermutet habe. Weg da, weg da, weg da. Ich finde es aber gut, dass wir schon mal Rohholz haben. An Holz mangelt es mir nämlich nicht. Auch hier. Ja, well, I'm not surprised. Wie schnell kriegt ihr das hin? Wahrscheinlich instant werden die Dinger gebaut. Die müssten ja sowieso in Rekordgeschwindigkeit bauen können. Die müssten ja überall rankommen. Egal, wie ich es jetzt gerade drehe und wende. Und dann baue ich mir hier nachher noch einen Distriktübergang. Also dann kommt hier eine Brücke rüber. Ja, die fühle ich. Ja. Die fühle ich genau hier. Und wenn was sein sollte, hier oben kommt dann die Distriktor hin. Ja. Genau. So, und können jetzt hier nach und nach liefern. Die können von jeder Seite aus bauen. Oh Gott, das wird ein Traum, ey. Also, ich habe da oben so viel Holz. Also, wenn ich da nachher noch Stromprobleme habe, inklusive Batterien, ey, dann weiß ich auch nicht mehr was. So. So, dass hier die Güter bitte noch wegbringen, damit ich jetzt hier wieder aufbauen kann. Wenn nicht, das hätte ich mich noch gerne als Befehl gegeben, bevor ich die Folge beende. Denn, hier wird gerade Strom produziert. Moin, Friedrich. Hier wird gerade Strom produziert, den keiner nutzt. Oh ja, gibt nichts Schlimmeres für mich, ne? So. Liebe Freunde, hoch damit, hoch damit, hoch damit. Genau, und das sind die Sondersachen, die hier an der Seite für alle Fälle hochgehen. Oh, das war schon gar nicht so bad. Also, ich war kurz überlegen, aber das ist natürlich gut, weil hier der Strom ja drin ist. Das heißt, hier für den Bereich, aktuell habe ich da noch keinen Strom. Aber hier Strom hinzuschicken, ist ja ein Witz. Ich kann den ja, wenn ich will, nachher ohne Probleme hier rüberleiten oder von den Batterien wieder runterführen. Also... Das soll ja wohl nicht das Problem sein. Guck mal, hier werden jetzt die nächsten Zahnräder gebaut. Ich hoffe nur, dass sie jetzt schnell genug sind, hier die Dinger zu machen. Aber anscheinend ist gerade das große Wasserrad Prio 1. Obwohl das noch nicht mal den höchsten hat. So, Metall läuft übrigens auch, als gäbe es keinen Morgen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, mittlerweile würde ich weniger fertig Metall haben. Es wird das ja auch tatsächlich nicht mehr gebracht, ne? Aber hier ist auch randvoll. Also tatsächlich war der Speicher mal eine Zeit lang rappelvoll. Jetzt, seitdem ich natürlich hier die Dinger gebaut habe. Ah, I see. Da kommt keiner hin. Ja, ja, ja. Ändere ich kurz. Keine Sorge. So, jetzt kommt auch einer hin. Da fehlt das Altmetall aus dem Distrikt. Guck mal, da laufen die jetzt und bringen das ganze Altmetall hin. Nur damit das Ding gebaut ist. Schon süß. Bum, 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 bum. Altmetall, ja, easy. Metallblöcke, 2. Direkt on the way. Da ist er. Was ist das, die 19? 20, siehst du? Jetzt muss nur noch einer kommen zum Kloppen. Haben die eigentlich Stromverlust, je länger die Leitung ist? Boah, ich glaube, so weit hat da keiner bei gedacht. Glaube ich nicht, aber hey. Nagel mich bitte nicht drauf fest. Der größte Witz ist, eigentlich müsste ich ja hier auch noch eine Brücke langbauen, ne? Für den Distrikt.
Eigentlich. Weil die Distrikte gehören ja schon irgendwie zueinander. Ah, ich hab auch gerade einfach. Da kann die Scheiße aber auch nicht sein lassen. Aber wenn die Distrikte halt so schön aneinander liegen, warum soll ich die denn nicht miteinander verbinden? Das ist schon schick. Ne, dann ist das alles nachher so schickolant und sind ja alles Distrikte. Und ich kann wenigstens meine Stromgier hier mit den ganzen Dingern einmal befriedigend darstellen. So. So, und sollen sie bauen. So, wenn Biber mal festsetzt, jetzt wird von hier jetzt gerade gebaut, als gäbe es keinen Morgen. Also bitte. Ich glaube auch, dass sie den Weg zuerst bauen. Wenn hier ein Distriktor ist, ja, umso besser. Hier ist ein Distriktor, da ist ein Distriktor. Die kommen hier alle lang. Fühle ich schon. Und ich kann sicher sein, dass der ganze Stromshit nachher auf jeden Fall laufen wird. Holy fuck. Da wird Strom kommen. So, Folge hat Überlänge mit 5 Minuten. Ihr seht, ich bin mittendrin. So, und jetzt passiert genau das hier, was ich will. Das Wasser läuft hier lang. Dummerweise aber nur hier. Was ich ein bisschen kacke finde. Wasser darf ruhig ein bisschen fließen. Auf beiden Seiten. Ärgerlich ist jetzt nur, dass hier das Holz liegt und da keine Sau hinkommt. Also, denke ich zumindest, oder? Sage, dass da keine Sau hinkommt. Vielleicht kommt da doch noch eine Sau hin. Hauptsache, ich krieg irgendwie eine Leitung dahin. Weißt du, alles andere ist mir egal, aber irgendwie, Hauptsache, der Biber kommt da mal hin. Hauptsache, es gibt irgendwann die Möglichkeit, dass der Biber da hinkommt. Wie, mir egal. Könnte ja rein technisch auch in Suckerway so hinbauen. Ne, warte mal. Ja, Überlänge, mir egal. Ist mein Kanal. Aber, ja, doch, das befriedigt mich ein bisschen mehr. Wichtig ist, Strom wird eingespeist. Wasser läuft so, wie es sollte. Wird aufgefangen, läuft hier weiter. Und ich werde das Wasser, was kommt, auf jeden Fall mehr nutzen. Ich glaube noch nicht mal, dass ich nachher den Strom wirklich effizient brauche. Hier oben aus den Bereichen, aber hey. Haben oder nicht haben, weißt du? Das ist schon... ist schon der nice Scheiß. Das ist wirklich der nice Scheiß. Ich fürchte, hier werde ich noch einen Weg hinbauen müssen. Denn der hier wird definitiv bald abgerissen werden. Und da muss danach ein Distriktor hin. Und dann habe ich hiermit, glaube ich, meine Pflicht getan. Und kann sagen, GG. Die Biber haben alles getan, was sie konnten. Ja, dann habe ich Distriktor, jeder kann irgendwo hin. Vielleicht geht das dann hier sogar hier noch ein bisschen schneller, wenn sie nachher die Sachen zur Verfügung haben. Weiß ich gar nicht. Normalerweise rennen sie immer hier an der Seite lang, aber jetzt haben sie hier noch einen Weg. Oh, funny, da kommt keiner hin. Ja, gut. Machen wir es halt so. Aber ihr seht ja, wie schnell die gebaut werden, daher traue ich da jetzt gerade nicht rum. Die sind ja instant sofort da. Oh cool, der hat es mit dem Distriktor auf jeden Fall gut hingehauen. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bedankt mich für's Zuschauen. Macht's gut, euer Sly. Ciao.